Aloha, ihr Nasen, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Speed Devils. Wir wollen nach Kanada, ich habe die Trockenreifen ausgewählt, let's go. Gar nicht groß rumreiern, vielleicht schaffe ich ja zwei Rennen, mal schauen. Aber ich werde hier nicht mehr so hinterher eiern, also zweiten, dritten Platz habe ich ja schon öfter mal geschafft gehabt. Ich habe versucht hier zu grinden, das war ein Ding der Unmöglichkeit. Das hat nicht geklappt, da hat einfach die Power nicht gereicht. Und dann musste ich immer so viel Geld zum Reparieren ausgeben, dass ich das Teil hätte einbauen können. Da war aber für das Teil nicht mehr genug Zaster da. Da habe ich dann lieber im Vorlevel gegrindet. Da regnet es jetzt nicht. Sah sehr danach aus. Ein bisschen trübe ist, aber mei. Ist aber schön. So hatten wir die Strecke, glaube ich, noch nicht. Und so die Jungs hier am Anfang abgeledert, auch nicht. Und die Mädels natürlich. Ah, scheiße, das hätte ein Blitzer werden können. Aber ein bisschen arg in Drift gelandet. Ein bisschen mehr doch auf die... Wo willst du denn hin? Mensch. Jung! Ist halt schwerer zu kontrollieren jetzt, der Hobel. Also öfter mal on the brakes. Mal sehen, ob ich jetzt den Blitzer aktiviert hier kriege. Das habe ich ja noch nie geschafft. Locker floggig. Aber mit Schmacke so und so, ne? Schöner Sprung. Wir fahren hier auch hinten durchs Windrad. Da ist das Mädel mit den roten Horn und ihrem Jeep. Und wir können dranbleiben. Das ist so geil. Wir holen auf. Das ist super. Monsen. Ich wollte bloß zeigen, dass ich da bin. Ja, das hier ist nicht einfach nur Autorennen. Das ist Vollkontaktsport. So muss das. Jetzt kommen wir auch an den Blitzer. Den habe ich noch nie ausgelöst gekriegt. Also nicht in dem Let's Play, klar. Ja, also dafür reicht es immer noch nicht. Vielleicht sollte ich da auch Slicks drauf haben, weil... Jetzt fliegen wir hier, glaube ich, durch. Jawohl! Schnellste Runde reingehämmert. Sehr nice. Und haben auch einen sauberen Abstand. Ich muss gucken, dass ich hier nie wieder in einen blöden Drift komme. Jawohl! Alter, ist wie wenn du fliegst. Nein, ich habe am Schwierigkeitsgrad nichts rumgepopelt. Ich habe einfach bloß die Karre verbessert. Es gibt ja auch bloß einen Schwierigkeitsgrad, insofern. Das ist Wahnsinn. Ich krach da in die Bande und schaffe trotzdem den Auslöser. Das ist so schön. Versuche jetzt denn mal in diesem Kreisel mal die andere Richtung. Wo wir jetzt hinkommen. Ob ich da mehr Speed aufgebaut kriege? Jawohl! Das war das erste Mal. Den geknackt habe. Das ist ein Wahnsinnsschleuder. Wobei, ich sag ganz ehrlich, in der nächsten Rennklasse wird das nichts mehr. Da wird das Auto nicht mehr reichen. Also nicht, dass ich es nicht versuchen würde, weil es geht da denn vielleicht noch Nitro drauf. Insofern, why not? Und auch solche Sachen, da ist mein... Habe ich nochmal geguckt bei den Einbauteilen. Da gibt es so einen Radarmanipulierer, der sorgt halt einfach dafür, dass du 10
Meilen unter der geforderten Geschwindigkeit bist und dann wird das Ding immer noch ausgelöst. Das ist super. Gott, haben wir einen Vorsprung. Das ist ja der Wahnsinn. Aber sowas passiert trotzdem. Auch nicht so schlimm, wir haben genug Kindervorsprung. Da habe ich mich jetzt wieder bei, ich sag mal, erwischen lassen, dass ich vergessen habe, dass das Spiel keinen Rückwärtsgang hat. Ja, das klingt seltsam, ist aber tatsächlich so. Dieses Spiel verfügt nicht über Rückwärtsgänge. Ah, gleich noch mal 3 Meilen draufgelegt. Dafür dann auch hier einen netten Flug hingelegt. Gehen die Bande. Und ich sag mal, ja. Das war mal so richtig geil. Fett. Wir klicken es weg. Die meinte ich. Vanessa heißt sie. Okay. Sie sieht trotzdem aus wie Mary Jane aus den Spider-Man-Comics der 90er. Fertig. Wiederholung gibt's. Jetzt macht das natürlich wieder auch mehr Gaudi, wo das nicht so frustig. Ich meine, wo die Serie, die C-Serie, die das letzte Mal gespielt hat für euch, war das schon arg frustig, immer so selbst für den dritten Platz echt extrem fighten zu müssen. Und hier, Kickdown. Passt schon. Doch, es läuft. Und das Schöne ist, ich habe für sämtliche Fahrzeuge jetzt die Reifen schon zusammen. Weil die können wir ja bei den anderen Karren auch nutzen. Das ist so super. Yes, baby. Aber die fliegen auch schön. Hat man eben schön gesehen. Dieser Rotschopf noch vor uns. Nimmer lange. Ich glaube, die fahren hier auch relativ selten die Abkürzung über die Scheune. So ein paar saubere Sprünge. Die arme Karosse. Das hätte ich bloß zu gern gesehen, wo sie... Ah, sie scheint drum rumzufahren, sonst wäre sie relativ nah hinter uns. Das allererste Mal das Ding ausgelöst. Wenn es dann beim Start noch funktionieren würde, wäre noch geiler. Also mit Nitro geht das dann später auf jeden Fall. Nur diese Teile müssen erst freigeschaltet werden. Also die muss ich nicht nur bezahlen. Nitro, Panzerung und dieses Radargerät, was ich gesagt habe. Das funktioniert tatsächlich erst, wenn ich irgendwelche Fahrzeugwetten gegen den Big Boss, der übrigens auch aussieht wie ein Spider-Man, der sieht nicht mehr aus wie Fisk in den Comics. Wie Kingpin. Haben die sich da etwa bedient? Ist nachher unter unserem Fahrerhelm Peter Parker drunter? Ein Mysterium. Ist heute eine sehr marvelöse Sendung. Eine marvelöse Folge, meine ich. Ach. Übrigens, ich würde mir niemals bei Chrissy so eine Flossen ranbauen, obwohl es sowas bestimmt gibt. Es gibt bestimmt Leute, die machen sowas. So ein Blower mag geil sein, aber du siehst ja nichts mehr. Vorne der auf der Motorhaube das Teil.
Die Heckflossen sind schon echt barbarisch groß. Die sind in der Originalfassung, finde ich, die ein bisschen hübscher. Aber da geht der Hubel halt nicht so gut. Ne? Jetzt flüchte ich ja einfach echt durch. Irgendwo habe ich jetzt einen Abflug gemacht gehabt, aber war doch erst in der dritten Runde. Na gut. Ah! Ja, durch die Scheune durch. Wie nix gut. So, also eine Abkürzung werden wir noch ein paar mehr kennenlernen, weil wir die Rennen ja auch noch, wie gesagt, zum Teil rückwärts fahren. Und da geben sich dann auch ein paar andere Abkürzungen oder eben durch Witterungsverhältnisse. Das habt ihr ja in Espen, habt ihr das ja schon einmal gesehen, dass ich da dann einfach über den Zugriff morgen sehe, drüber baller. Weil es geht. Und hier haben wir jetzt schon Regen gehabt, Sonnenschein und eben hier so einen diesigen Nebel. Jo, finde ich gut. Hier in Kanada. Ich finde das Spiel auch von den Streckendesigns und von den Führungen, von den Streckenführungen, das ist echt gelungen. Das macht Spaß. Ich glaube, hier in Kanada ist es mit den Trockenreifen doch besser. Da ist wenig Asphaltstrecke. Hollywood lohnt sich als nix auf jeden Fall. Nevada bin ich mir selber noch nicht so sicher, aber da ist auch, glaube ich, relativ viel Asphalt. Das war der Fail des Rennens. Aber die anderen sind noch nicht mehr zu sehen. Alles cool. Da sieht es mal aus, als ob das Vorderrad eiert. Ich bin mal gespannt, wenn jetzt tatsächlich die Vendetta schon kommt, weil ich einfach so gut bin. Nein, die Karre ist halt einfach strong as fuck. Wenn die Vendetta jetzt kommt, dann fahren wir die noch, weil das ist, wie gesagt, nur eine Runde. Sollte es normales Rennen sein, dann gehen wir. Ich bin übers Ziel geflogen, Leute. Da seht ihr es. Hobel ist in der Luft. Zurück zur Garage. Jetzt wird wahrscheinlich zumindest irgendein Angebot kommen, da gehe ich von aus. Wenn ich Vanessa jetzt platt machen kann, ist okay, machen wir das. Wenn nicht ständig. Und? Die Hupe klang sehr schrill. Was will er denn? Ah, das Bullet. Da seht ihr, Mordseinsätze nehme ich natürlich an, aber das Rennen, das geben wir uns dann tatsächlich erst im nächsten Part. Das wäre dann Hollywood. Da komme ich mit den Trockenreifen oder den Slicks, glaube ich, ganz gut zurecht. Das ist, glaube ich, wurscht. Aber das sehen wir dann, wie gesagt, im nächsten Part, wenn es dann wieder heißt Speed Devils, Leute. Ich hoffe, ihr seid da mit dabei. Haut rein. Ciao.